Ja, das Thema ist jetzt die Zusammensetzung von so einem Koi-Bestand. Ich habe das eben so zum Schluss vom letzten Tattekoi-Blog ein bisschen erwähnt. Was ist für mich ein Koi? Was ist für mich eine schöne Zusammensetzung von einem Bestand? Wie erziele ich eine gewisse Wirkung? Ich würde immer die Kundschaft so ein bisschen in zwei Lager spalten. Ja, die eine Kundschaft hat vielleicht einen super schönen Garten und zentrales Thema ist wohl auch der Koi-Teich. Vielleicht mit einer japanischen Gartengestaltung drumherum, mit großen, schroffen Felsen, mit einem sehr spröden, sehr kernigen, harten Charakter, grauer Granit, dazwischen vielleicht schöne dunkelgrüne Azaleen. Und dieser düstere, dieser schroffe, dieser felsige Charakter dann praktisch in extremem Kontrast zu den bunten, rot-weißen Kohaku, zu einem schönen Gosange-Bestand. Ich finde, das macht immer so die Qualität von einem Koi-Teich aus. Diese Kontraste, negative Bereiche, toll gepflegte Feinschnittgehölze, Niwaki, schöne Bonsai zum Beispiel. Das ist für mich ein toller japanischer Garten, das ist für mich Japan. Und da hat das eine Lager der Kundschaft vielleicht den Koi nur als weiteres zusätzliches schönes Accessoire zu der gesamten Gartenanlage. Während vielleicht der andere Koi-Liebhaber wirklich der extreme Fischliebhaber ist und seine Fische auf höchstes Niveau bringen möchte, seine Fische ausbauen möchte, den bereits angesprochenen Tattekoi-Charakter pflegen möchte, diese Fische hervorbringen möchte, das Beste aus den Fischen herausholen möchte. Diese Challenge ist natürlich auch eine Herausforderung, das ist ein Spiel, was man eingeht. Finde ich auch super toll, ne? Ganz klar. Aber das sind so die zwei Lager. So ein bisschen an die Adresse vom ersten Lager. Wenn ihr habt bestimmt ein sehr hohes ästhetisches Empfinden, was euren Garten angeht, die Gartenanlage, die Felsen, wie die angeordnet sind, wie sich die Spannung entwickelt in dieser Landschaft. Und da sollte man eben auch die Zusammensetzung des Koi-Bestandes auch nicht außen vor lassen. Ich sage immer, ein Florist, bei dem ihr einen Blumenstrauß kauft, der greift auch nicht ins Regal und gibt euch von jeder Sorte Blumen eine da rein und macht einen Strauß aus allem Möglichen, der dann wahrscheinlich sehr, sehr bunt und sehr, sehr wirr aussehen würde und kein wirkliches Thema darstellt und keine Aura ausbreitet und keine Spannung hat, ja, sondern der Florist wird auch hergehen und wird sagen, okay, wir nehmen ein paar dunkelrote Rosen, machen ein bisschen was Dunkelgrünes dazu und das Ganze wirkt dann sehr edel und wirkt für sich selbst und wir hauen da nicht noch ein paar Tulpen und Vergissmarnicht und ein paar Nelken dazu und das würde wahrscheinlich dann auch übel aussehen. Ähnlich verhält sich es halt auch mit der Größe der Fische. Ne? Hab ich 80er Fische zusammen mit 20 cm Fischen, dann ist es auch eine gewisse Unordnung und dann schaut das Ganze auch nicht so toll aus. Also ich wäre immer dafür, dass im Koi-Teich, im richtigen Koi-Teich, ein Grundkörper ist, der große Grundkörper an Kohaku Sanke Shoba, an Gosanke ist. Und dann eben ein Yamabugi dazukommt, um die gelbe Farbe als Kontrast zu bringen, um die metallische Haut als Kontrast zu bringen. Vielleicht noch ein Chagoi, der vielleicht an die Hand kommt, der die ganze Bande so ein bisschen zahm macht. Auch als Kontrast oder ein Asagi, ein Oshiba, aber das alles in einer geringen Größenordnung, ja. Und der Grundkörper an Gosanke, den würde ich auch immer mit einem Übermaß an Kohaku besetzen. Ja. Ich wäre immer dafür, dass man 6, 7 wirklich gute Kohaku im Teich hat, dann vielleicht 3, 4 Sanke und vielleicht nur 1, 2 Showa. Aber das meiste Geld würde ich für die beiden Showa ausgeben, weil ich finde, die haben dann diesen harten, männlichen, maskulinen Charakter, während doch der Sanke und der Kohaku eher edel sind, eher so ein bisschen das Feminine vertreten, das Edle, das Schöne, und dann eben der Showa so richtig als Kawum, ja, mit seiner schwarzen Zeichnung, die dann so ein bisschen härter ist. Ja. So würde ich das Ganze angehen. Aber als kleiner Denkanstoß noch, ich hatte früher mal eine Kundin, die ist weggezogen.
die hatte hier in Bad Homburg einen tollen japanischen Garten. Der ist auch von einem japanischen Professor an der Uni Tokio ist dieser Garten eingerichtet worden. Sie hatte einen super tollen japanischen Tempel als Eingangstor für diesen Garten. Der Japaner hat auch Steine benutzt, die es eben dort gab. Er hat keine einheimischen japanischen Steine benutzt, glaube ich zumindest. Und hat eine tolle Gartenanlage gemacht und dieser alte japanische Tempel, der hatte Wirkung und das Ganze war auch so mit Moose und Farne angelegt und war jetzt kein moderner japanischer Garten, es war mehr so dieses wirklich extrem traditionelle alte Japan und auch der Tempel war uralt, der da wieder aufgebaut wurde, der wurde später noch von einem japanischen Priester geweiht mit Salz und super toll. Und alles halt extrem japanischer Charakter. Aber zu diesem alten japanischen Garten, da hätten zum Beispiel so ein paar Shagoi, Karashigoi, so ein bisschen Ginkabuto, diese alten Varianten, die hätten in diesen Teich fast noch besser gepasst als die modernen Varianten Kohaku Sangeshowa. Und in Japan an diesen alten Tempeln, an diesen Tempelanlagen, findet man halt auch meistens einen Wassergraben drumherum oder einen Zierteich innerhalb dieser Anlage, allerdings das Ganze auch sehr, sehr groß und relativ flach. Und in diesen Gärten findet man auch meistens die zweite, dritte Generation von Koi, wo sich Koi eben wild verpaart haben und wo es dann eben zu diesen Ginkabuto, zu diesen bronzefarbenen Fischen mit diesen Schatten da drin kommt. Also nicht zu diesem Hightech-Hochzucht-Koi, sondern so mehr so dieses verraste bronzefarbene, gedeckte, zurückhaltende Stück Natur, bisschen mehr Naturcharakter. Und das passt dann zu so einer alten Tempelanlage auch irgendwie super gut dazu. Das hat auch seinen eigenen Charme und seinen eigenen Charakter. Und da würde ich auch immer gucken, dass zur Gartenanlage der Teichbestand passt und ja, worauf man halt Wert legt. Ne? Lege ich auf den einzelnen Fisch Wert? Lege ich auf den gesamten Garten Wert? Ist der Fisch nur ein Accessoire in meinem Garten? Dann muss der nicht so super teuer sein. Oder lege ich auf den einzelnen Fisch Wert und will den ausbauen und bin der absolute Fischfreak, der dann natürlich in der Wasserqualität, in Wasserchemie, Wasserbiologie aufgeht, da sein Wissen sammelt und wirklich als ob er einen Hochleistungssportler betreut, diesen Fisch dann aufs Maximum bringt und hoffentlich alles aus dem Fisch rausholt, was die Genetik hergibt. Ne? Also diese zwei Lager an Kundschaft hat man. Die beiden Lager kann man betreuen und da sollte man halt auch mit den entsprechenden Denkanstößen dabei sein, dem Kunden zur Seite stehen und da ein gutes Stück auch sich selbst verwirklichen. Das, finde ich, ist dann ein gescheiter Koi-Händler. Ah, zum Thema Tategoi, worüber wir jetzt schon drei Blogs gemacht haben, ist mir noch ein kleiner Nachtrag eingefallen. Es ist natürlich auch von der Farm abhängig, von was wir reden, von Thema Tategoi, ja. Nehmen wir jetzt die drei Farmen, die zurzeit in Frage kommen für den Grand Champion von der Shinkokai. Dann haben wir da in erster Linie Sakai, Dainichi, Momotaro. Vielleicht in zweiter Linie dann Dainichi Toyota, Tsurazo, ein bisschen Marudo, Maruyama, Nogami, ja. Isa natürlich, klar. Wenn diese Farmen natürlich von Tategoi sprechen, ist das eine ganz andere Aussage, als wenn jetzt eine Farm wie zum Beispiel Ofuchi von Tategoi spricht. Ja? Wenn eine Farm wie Dainichi, die 50 Verpaarungen hochwertigster Elterntiere macht und aus einem Gesamtvolumen von 40 Millionen Larven heraussortiert, ist natürlich die Begrifflichkeit Tategoi auf einem viel höheren Niveau angesiedelt als eine kleine Farm, die vielleicht nur 10, 12 Verpaarungen macht. Wobei eine Farm mit 10, 12 Verpaarungen ist schon fast nicht mehr klein. Hier ist schon
mittlere Größe. Ja? Aber da ist natürlich auch ein gewisses Niveau als Riesenunterschied zwischen von was spreche ich, ne? Und dieser preisliche Horizont, den ich als Denkanstoß gegeben habe, wenn ich sage, Nissan erreichen schon durchaus sechsstellige Eurobeträge, dann ist das natürlich auch bezogen auf die drei großen Farmen, die den High-End-Koi bei der Shingokai stellen oder stellen möchten. Soweit.